Hallo liebe Leute, Stjami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Schurke auch ebenfalls hier in der Silberbruchmine. Irgendwie wird das langsam mein Stamm-BG, kommen wir so vor. Der hat zurzeit 400 Item-Level und wir spielen hier gerade mit den Talenten Schleichendes Gift, System Schock und Rauchbombe. Wobei die Rauchbombe wollte ich eigentlich wieder wechseln. Haben die einen Heiler? Ich sehe hier zwei Retris. Das ist ein Heal-Pali. Ist der Infight? Nein, ist er nicht. Das heißt, wir können ihn hier einfach mal zappen. In der Hoffnung, dass wir gleich ihn hier killen, wobei er ist schon im Fade drinnen. Was ist da vorne noch? Da ist ein Psyfiend einfach. Sieht er mich gerade? Ich laufe nämlich in ihm. Die haben noch einen Retri hier. Den können wir gleich mal silenzen. Schauen wir, ob der mich dann irgendwie stunnen will oder so. Aber ich glaube eher nicht. Ich habe gerade daneben gekickt. Das war nicht sehr schlau. Ich würde gerade gerne ein paar Dotten von denen. Zumindest kriegen wir den Tap vorerst mal. Wir können das sogar trinketten. Das ist gerade komplett egal. Dotten den auch noch zu. Und unser Ziel der Wahl wird der Priester hier. Deswegen ziehen wir hier Vendetta. Können ihn nochmal kidnen, auch wenn er gerade in der Ding ist. Solange gehen wir hier auf den Pali und schauen, ob wir den gerade down kriegen. Da gibt sich sogar Leon Hands. Heißt das, eigentlich wäre er jetzt unser Target. Wir gehen hier nochmal in drinnen rein. Und dann können wir ihn hier finishen. Kicken nochmal den Priester hier auf der Seite. Der ist nochmal mit Fade drinnen. Auch hier wieder können wir natürlich... nee, der spielt gar nicht mit dem Talent. Nevermind. Gut, dann können wir natürlich schon einfach zerstören. Und jetzt könnten wir eigentlich noch den Priester ganz fix snacken, bevor er zum Respawn kommt. Denn er geht gleich raus aus seiner Dispersion und dann können wir hier schon komplett zudotten. Kidne müsste wieder auf DR sein, das heißt, wir können ihn full stunnen. Hat keinen Support hier und das war's für ihn. Oben fährt schon wieder. Also, ist das gerade 1:1 einfach gleiche BG wie mit dem Pali oder was? Nur, dass hier 1000 Eulen drinnen sind. Das ist sehr interessant. Diesmal sind es nur Palas, wie es aussieht. Eigentlich wollte ich stealthen. Das ist wieder mein altbewährtes Problem als Rogue. Dass ich immer vergesse, in den Stealth zu gehen. Ich weiß nicht, was das immer ist mit mir. Vielleicht kriege ich einen Dispel von Broxy, der hier gerade mit dabei ist. Wir peelen kurz für ihn. Das heißt, wir geben dem Kidne dann Blind Vein Full. Leider hat er einem ins Gegenschlag Totem reingeschlagen. Das heißt, er hat gerade wieder eigentlich einen guten Play gemacht. Dadurch, dass er sich gerade selber freigebrochen hat. Einzige Problem, er geht jetzt in die Blase rein. Hielt sich hier nochmal selber. War zwar nicht mal instant, aber wir schauen ja kurz, dass wir den Tap kriegen auf die Lore hier. Vielleicht können wir sogar nochmal restaffen. Das wäre nämlich gerade perfekt. Wenn ich denn kann, jetzt kann ich. Und das heißt, wir fokussen hier jetzt den Priester. Den können wir nämlich hier gleich komplett dotten. Der wird mich wahrscheinlich gleich vieren, habe ich so das Gefühl. Auf seinen CD kidnappen wir ihn, weil er hat gerade Erzengel an. Damit heilt er in dem Fall mehr. Jetzt vanischen wir nochmal into Silence und das war's nochmal. Vielleicht können wir hier noch irgendwas anrichten. Wir debuffen zumindest mal ihn voll. Wobei, er hat gerade seinen Racial benutzt und jetzt babbelt er sich auch noch die Dots nochmal runter. Oh, er wurde gepurcht. Das habe ich gerade gar nicht gemerkt, Alter. Oh mein Gott. Wir gehen hier kurz Cloak, weil der Red nämlich in mich reinrotzt und dann geht zumindest sein Mastery-Schaden alles ins Nix. Das ist natürlich für uns ein bisschen mehr positiv. Den Hunter können wir hier eigentlich finishen. Ich würde am liebsten auf den Priester gehen, am liebsten mit dem Restealth, aber das wird sich nicht ausgehen. Deswegen dotten wir hier mal kurz den Pali noch mit an, falls er nochmal Bubble gehen will. Ich weiß, dass der gerade Hexed war, aber ist irgendwie das angenehmste Target, was ich hier gerade killen kann. Der Schattenpriester hat sich gerade inline lassen auf seinen Gedankenexplosion. Heißt, er konnte keinen Anti-Tap mehr machen, weil wenn er auf Schatten inlined wird, dann kann er ja nicht mehr, einen Schattenspell usen. Kann ich den ablenken? Gerade nicht. Aus, er bleibt aus Versehen stehen. Nein, das geht's nicht. Ich wollte ihn gerade kurz umdrehen, weil dann komme ich nämlich ran mit Shadow Stab, aber das ging sich gerade nicht aus. Sollten sie aber trotzdem zerstören können gerade. Erzengel dürfte er wieder abhaben. Ich tippe mal, das sind zwei Retris, ein Ding... Oh, das war seine Insignie. Das heißt, der Priester ist eigentlich tot. Er hat sein Shield jetzt noch an, wird aber gerade mind-controlled. Ich kann hier kurz mal alles durchdotten. Können den gleich finishen. Gehen natürlich hier... Ah, jetzt stunned er ihn. Das ist ungut, weil jetzt ist er stunned eher. Das heißt, mein Kidney-Shot bringt ehrlich gesagt nicht viel. Könnten allerdings noch Vendetta ziehen. Wobei, er stirbt halt eh instant. Der spielt sogar mit Blind hier. Können wir den auch nochmal dotten. Okay, den hat der Destro gerade aus dem Leben gerotzt. Das ist schön. Ach, das ist hier wieder sehr, sehr dominant, Alter. Das ist halt abnormal, was hier gerade abgeht. Der läuft hier rüber. Ich will hier gerade nicht wirklich wieder out of fight irgendwie erwischt werden. Wir können vielleicht den hier ablenken. Können ihn hier zappen, weil er die Sühne nämlich als Heal benutzt hat auf dem Target, das nicht in Combat war. Jetzt kriegt er hier nochmal einen Frog. Den lassen wir nochmal sitzen im Frog. Jetzt hat er den allerdings Infight geholt. Das heißt, ich muss hier sowieso openen. Ich habe leider keinen Cloak. Das heißt, ich kann den 4 nicht avoiden. Er stunt ihn hier wieder. Naja, er stirbt trotzdem. Ich habe die ganze Zeit neben gewartet, dass er vielleicht Insignia zieht, weil ich weiß nicht, ob er vorher gegen den Einstein Human Insignia benutzt hat. Weil Mensch kann ja mit seiner
Rassenfähigkeit quasi aus dem Stun rauskommt. Dann hat er zwar kurzen Cooldown auf seine normale Insignie, aber ist trotzdem extrem stark. Wir haben den Pali, der nochmal versucht, oben die Lore zu holen. Das geht sich gar nicht mehr aus. Warum läuft er überhaupt hoch, frage ich mich. Warum laufe ich ihm nach, ist die bessere Frage. Weil ich einen Bersi wollte, ist meine Ausrede, aber der Bersi ist nicht da. Da haben wir nochmal einen Shadow Priest, den können wir jetzt kurz zappen. Warten, bis Verstärkung da ist, damit wir ihn auch wipen können. Wunderbar, können wir ihn hier gleich stunnen. Wir können eventuell Vanish Zap den hier. Wobei, der spielt mit Auto-Insignia. Das ist immer sehr, sehr schlecht, vor allem wenn Schurken im Gegnerteam sind. Weil die brockt ja einfach von allem in dem Sinne. Das heißt, wir geben dem Heiler hier Kidney Shot. Können dann hier Smoke Bomb ziehen. Oh, jetzt bin ich stunned, aber der Hunter kann nichts machen auf mir. Das ist ja gar nicht schlecht jetzt. Wenn mich jeder in Ruhe lässt, kann ich hier sogar nochmal stealthen. Dann haben wir hier beide Heiler. Gehen wir einmal dem und dem Garrot. Das heißt, keiner von den dreien kann gerade casten. Wir gehen hier auf... Ups, wir kicken den hier und blinden den anderen. Dann gehen wir ihm hier Kidney. Wobei, der hat mein Blind wieder dicht gebrochen. Das ist immer ungut, wenn du mit Randoms spielst, weil die halt nicht voraussehen können, was du machst, aber... Der Pali hat keine Bubble, hätte allerdings Zwerg-Racial wieder ready. Der Zwerg oder Dark Iron Dwarf Racial, der nimmt im Endeffekt alle meine Blutungen runter. Das ist auch wieder sehr, sehr stark gegen Schurken vor allem. Da kann ich da nicht wirklich viel machen. Wir könnten hier nochmal Vendetta ziehen, aber der stirbt halt so schnell. Da kommt mein Schaden nicht mal zum Ticken, ey. Das ist ja insane. Was ist das hier für eine Dominanz gerade? Wir haben Hunter oben. Der Pali ist mad. Wir können den Pali da hinten slowen. Er kann sich dispeln, aber schauen wir mal. Er used Freedom. Okay. Interessant. Schauen wir mal, ob die anderen nochmal runtergehen. Ich glaube fast nicht. Der Disciplist springt sogar nochmal runter. Wir schauen mal, ob wir den Disciplist vielleicht zappen können. Nein, der hält sich Infight leider. Schade. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir mal auf ihm. Ich habe leider keine Vendetta, sonst könnte ich ihn tatsächlich killen. So leider nicht. Es bringt mir nichts, das zu trinketten, weil er mich sowieso mind-controlt. Das ist normal gang und gäbe. Darf man nur nicht immer zu schnell reagieren auf alles. Wenn er mich jetzt sogar kurz... Ah, ich dachte, er lässt mich auf Combat droppen gerade. Jetzt lockt er mich, da können wir zurücksteppen. Jetzt hat er Insignia raus und sein Fade und Pains ab, ohne dass ich irgendwas gezogen habe. Das heißt, daran siehst du, dass er kein Overview im Ganzen hat. Weil im Endeffekt, meine Dots waren nicht ganz drauf auf ihm. Jetzt hat er im Endeffekt alles gewastet. Und ich hätte in einer Minute eine Killchance. In einer Minute hat er Insignia noch nicht ready. Aber dazu kommen wir leider nicht mehr, weil das BG jetzt vorbei ist. Schade, ich hätte gerade zu gern probiert, ob ich ihn down kriege mit meinem Gear. Ich denke fast... Was hat der Destro dem gerade gegeben? War der nicht gerade 80% oder habe ich mich jetzt verschaut? Was ist passiert, Alter? Gut, als Rogue werde ich nicht ganz oben sein, aber ich bin mal nicht gestorben. Das zum ersten Mal, glaube ich, im Rogue mit dem Rogue PvP, oder? Normalerweise sterbe ich immer 500 Mal. Aber nichtsdestotrotz, geiles BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns wie immer hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.